Ja, hallo und willkommen meine Freunde zu einem neuen Transformers Update. Es wird wieder Zeit, einige Zeit ist vergangen seit dem letzten Update. Es gibt wieder einige News, viele von euch kennen sie wahrscheinlich schon, aber ich wollte trotzdem drüber quatschen. Tja, Pech gehabt. Also, die Transformers Crew ist weitergezogen nach Detroit. Detroit, Michigan so, da haben wir einige sehr interessante Drehorte, auf die ich nachher eingehe, vor allem einen Drehort. Fasst ungefähr das Ritterthema wieder auf. Da bin ich sehr gespannt drauf. Aber kommen wir erstmal zu den neuen Schauspielern, die dazugestoßen sind. Da bin ich sicher, dass einige von euch es mitbekommen haben. Apps ist wieder zurück, also Tyrese Gibson, der in Transformers 1, 2, ja, in allen drei Teilen mitgespielt hat, bis auf Age of Extinction, dort war er nicht zugegen. Er ist wieder mit dabei. Kann sein, dass diese Petition dazu beigetragen hat, die einige Fans gestartet haben, um Apps wieder zurückzuholen. Ich glaube aber eher, dass ihm wirklich dieses Film-Franchise am Herzen liegt. Geldmäßig glaube ich nicht, dass er das nötig hat, bei Transformers nochmal mitzuspielen, weil er hat durch Fast and Furious, glaube ich, schon genug verdient. Daher denke ich schon, dass ihm diese Sache doch sehr am Herzen liegt. Und ja, bin auf jeden Fall sehr, sehr froh, dass Lennox und Epps wieder zurück sind in Transformers 5, The Last Night. Bin mal gespannt, wie sie seine Rolle da reingeschrieben haben. Und freue mich auf ja, gute Zusammenarbeit zwischen den beiden mal wieder. Dann haben wir noch Julia Kaiser. Julia Kaiser ist, ich glaube, nicht vielen ein Begriff. Wie auf Instagram hat sie ein Bild gepostet von sich im Stuhl, wie sie zurechtgemacht wird. Und darunter dann halt, dass sie in Transformers 5 ist. Groß bekannt ist sie mir nicht. Vielleicht geht es einigen von euch anders. Sie ist Model und ja, startet gerade ihre Schauspielerkarriere. Weiter geht's mit Isabella Monnier. Da haben wir ein Bild, wie sie ja Pizza isst und ihr sich am Set von Detroit ja, entspannt die Gegend so betrachtet und ja, ihre Rolle halt spielt da. Was auffällt, sind ihre Klamotten. Die sind wirklich sehr, sehr ja, arbeitermäßig. Also sie hat alte Schweißerhandschuhe, ihre Klamotten sind alle ein bisschen dreckig, vielleicht auch einige zerrissen, wer weiß. Außerdem wurde Mark Wahlberg am Set gesehen und ja, Mark hat lange Haare. Sehr interessant, steht ihm aber, passt sehr gut und ja, wie ich schon vermutet habe, arbeiten die beiden höchstwahrscheinlich zusammen. Das wird sehr interessant. Wer weiß, ob sie in dem Film drauf eingehen, da will ich mich jetzt nicht festlegen. Dann kommen wir zum ersten Fahrzeug, was am Set gesehen wurde und zwar, oder vielmehr ein fliegendes Gerät sozusagen, also ein Hubschrauber, ein Apache-Hubschrauber, um genau zu sein. Und ja, da geht das Rätselrad wieder los. Ist es ein Transformer? Ist es kein Transformer? Ist es dieses Militär, diese Spartans, diese Zeichen da auf der Tür hatten, ob das dazu gehört? Wer weiß, könnte sein, ob es ein Hubschrauber ist, weiß ich nicht. Wie gesagt, die ganzen Gerüchte ja, gehen dann so hoch. Ja, nochmal zurückzukommen auf die Drehorte. Wir haben hier ein Bild von einer sehr, sehr schönen alten Kirche. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, ist dort dieses ja, Ritterthema eigentlich so mit Kirchen. Ritterthema verbindet man immer irgendwie so ein bisschen. Auch tempelrittermäßig und so. Ist sehr interessant. Innen drinnen könnt ihr sehen, dass es sehr zerfallen ist und sehr dem Theater ähnelt oder dem Kino ähnelt aus Age of Extinction. Also auch alles runtergekommen. Ich hoffe nicht, dass sie da wieder so einen Transformer hinmachen, der sich denn da so versteckt oder so. Zum Beispiel Quicks oder so. Kann ich mir jetzt nicht unbedingt vorstellen. Und ich glaube nicht, dass sie das gleiche nochmal verwenden sollten für The Last Night, wie auch schon in Age of Extinction. Aber ja, Atmosphäre ist da, die Kirche ist halt alt und ja, bin mal gespannt, wie es so in den Film reinpasst. Bin sehr gespannt. Dann kommen wir zum ersten, ja. Zum ersten Bild. Ich weiß leider nicht, ob es echt ist. Kann auch sein, dass es fake ist, aber angeblich soll Andrea gesehen worden sein. Und das ist dieses Bild. Dort haben wir einen alten Camaro, der hinten auf dem Kotflügel Decepticon-Symbole durchgestrichen hat. Ähnlich wie Hound auf der Tür hatte. Und wie dieser Abschlepptruck, dieser große grün-weiße Abschlepptruck hinten auf dem Ausleger hatte, wo der Haken dran ist. Ist sehr, sehr interessant. Ich meine, weiß nicht, ob es fake ist, keine Ahnung. Auf jeden Fall steht an der Seite halt Camaro und man sieht das Autobot-Symbol.
Könnte darauf hindeuten, dass es Cliffjumper sein könnte. Wenn ich mich daran erinnere, sind die Movie Toys zu Revenge of the Fallen, glaube ich, kam auch eine Version in Rot raus von dem Bumblebee Mold und den haben sie auch Cliffjumper genannt. Was mich wundert, ist halt bloß, dass dieser Camaro ein alter Camaro ist, also ein älteres Modell von 2010, 2009. Und ja, normalerweise sind die Transformers ja eigentlich, die Autobots zumindest, ja immer so eine Art Supersportwagen. Das war in G1 schon so und ja, hat sich auch in den Filmen so etabliert. Ja, also ist eigentlich schon ganz klar, dass es eigentlich nicht Cliffjumper ist. Bei Dark of the Moon hatten sie auch einen weißen Camaro, nee, bei Age of Extinction hatten sie einen weißen Camaro dazu stehen und überall, wo Autos am Set rumstehen, denken die Leute, es könnten Transformer sein. Ja, aber wie gesagt, wir haben schon einen Camaro Bumblebee und dann noch einen zweiten und dann noch halt einer, der schon ein paar Jahre alt ist und ja, passt also nicht. Ja, wir dürfen gespannt sein auf die nächsten Drehorte, die die Crew dann nach Europa führt und ganz speziell in England. Da bin ich hier sehr, sehr gespannt drauf, was es dort für Setbilder gibt. Und mal sehen, ob sie wirklich nach Stonehenge kommen. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Wenn man sich so das überlegt, dieses ganze Ritterthema, ich finde es eigentlich immer cooler. Je länger ich mich damit beschäftige, mit diesem ganzen ja, Transformers 5 Ritterthema, bin ich immer mehr ein Fan davon. Das könnte wirklich sehr, sehr und hochinteressant sein. Gerade so letztens lief noch King Arthur wieder mit Clive Owen und Keira Knightley und Zickenbart Til Schweiger und ja, war sehr interessant, hat es noch mal ein bisschen, das hat mich angeregt, noch mal drüber nachzudenken. Und da ich persönlich immer so ein Fan von Rittern war, könnte das wirklich eine sehr, sehr interessante Geschichte sein. Leider ist es so, dass die anderen vorherigen Filme schon diese ganzen Artefaktgeschichten hatten, bla bla bla. Das war aber in Transformers Prime auch so und das wurde nachher am Ende unerträglich, weil irgendwann gibt es wieder irgendeinen Schlüssel, dann gibt es wieder irgendein Schwert, was aktiviert werden kann und alles Mögliche. Das wirkte da schon ein bisschen ja undurchsichtig. Hätten sie die von den Transformers-Filmen das so weggelassen, also Teil 1 so gelassen, Teil 2 und Teil 3, was anderes genommen, nicht diese Pfeiler oder The Fallen, das war auch so ein riesengroßer Fehler, dass sie den genommen haben, hätte man noch genug ja, Raum gehabt, um jetzt dieses Ritterthema durchzuziehen. Aber die Writer, die jetzt da dran sind, Akiva Goldsman und all die anderen Schreiber, die müssen halt aus dieser ganzen Scheiße, sage ich mal, jetzt irgendwas Brauchbares drauf machen, was dieser Aaron Krieger da verbrochen hat, weil halt die Geschichte nicht kontinuierlich ist. Also die ist nicht ein großes Ganzes. Und das ist schwierig, jetzt bei diesem ganzen Franchise die vorherigen Teile irgendwie so alle irgendwie so ein bisschen unterm Hut zu kriegen, dass sie jetzt mit dem halt auch zusammenpassen. Und deswegen haben sie ja bei Age of Extinction die Creators eingeführt, um ja, ein neues Hauptthema sozusagen zu haben. Und ich bin mal gespannt, wie ob die Creators und wie das alles in Transformers 5 The Last Night halt alles so ja, einfließt oder wie das nachher alles zusammenpasst. Eins wollte ich noch kurz sagen, dieses Megatron-Bild, was wir gesehen haben, wo auch die Stirn diese cybertronischen Zeichen hat und so, könnte vielleicht hindeuten, also das ist wirklich nur ein Gerücht und das ist wirklich nur eine Spekulation von mir, dass es weder Megatron noch Galvatron noch was anderes ist, sondern The Last Knight ist. Also der letzte Ritter, ein komplett neuer Charakter, der in diesem Film auftaucht. Nicht Optimus Prime ist nicht der letzte Ritter oder irgendwas anderes. Diese Figur, dieser Charakter, der letzte Ritter ist, dass Optimus Prime ihn reaktivieren muss oder ihn findet oder irgendwie was anderes. Aber ja, weiß man nicht, ob es nun guter ist oder schlecht. Die Augen lassen ja darauf deuten, dass es ein böse ist, ein böse Decepticon. Und wie gesagt, würde da nicht so passen, aber es wäre so ein bisschen so ein Ansatz vielleicht gewesen, dass das ja, diese Figur, wer auch immer er ist, wenn es Megatron ist, okay, dann ist es Megatron. Aber ja, der Bedrohungsfaktor muss schon da sein. Also die können jetzt nicht irgendwie Megatron bringen, der wieder alles, oder Galvatron bringen, oder irgendeinen anderen, der einfach nur so ein lapidares, jo, ich will jetzt die Weltherrschaft erreichen und all sowas. Das war bei Lockdown, wie gesagt, ganz anders. Der kam da an, hat da alle fertig gemacht, den hat die Erde nicht interessiert. Er wollte einfach nur die
Ja, Optimus Prime, die letzten Ritter alle so sozusagen einfangen. Und weil er ja den Deal mit den Creators hatte und ja, deswegen unterwegs war. Und ich finde, diese Linie sollten sie weiterverfolgen. Lasst die Erde raus, macht nicht so viel Menschen rein, wenn ich jetzt schon wieder sehe, dass diese, wie heißt sie nochmal, Julia Kaiser damit spielt und der aus Akte X, ich weiß nicht, ich komme jetzt nicht auf den Namen so schnell. Für mich sind schon wieder der menschliche Part, die nimmt schon wieder alle zu. Das ist mir schon wieder ein bisschen zu viel im Vergleich zu den Transformers oder zu den Fahrzeugen, die am Set gesehen wurden. Und ja, lasst. Ich weiß, die hören nicht auf mich, aber ich hoffe, dass der menschliche Part nicht mehr ganz so groß ist und ja, wäre sehr, sehr, sehr viel, ja, würde den Film besser tun, als wieder nur Menschen herumlaufen zu sehen und die Erde mal wieder als Bedrohung zu sehen. Also, ja. Genug gelabert, das soll es von mir gewesen sein. Wir sehen uns wieder beim nächsten Update. Bis dahin, haut rein und tschüss.